Im vierten und letzten Beitrag zum diesjährigen Tag der Archive möchten wir einen Blick in die damalige Hauptstraße werfen. Der ehemalige Bürgermeister Hans Willi Meyer stellt Ihnen im folgenden Video seine eigenen Erinnerungen an Geschäfte, Freunde und Ereignisse vor. Untermalt werden diese Anekdoten von historischen Fotos aus den Beständen des Stadtarchivs. Wir hoffen, Ihnen hat diese kleine Videoreihe gefallen und wünschen viel Spaß beim Anschauen. Über dem heutigen Stadtarchiv, wo Ihre Büros sind, war ganz früher Kaisers Kaffee. Und bei Kaisers Kaffee war meine Mutter Leiterin. Hatte viele Lehrmädchen, viele Verkäuferinnen, wie das früher so war. Und ich war im Grunde genommen, wie soll ich das mal sagen, nicht verlassen. Aber ich wurde von allen betreut. Unter anderem bin ich hier in Hüschen, Buschpell, nicht zur Schule gegangen, die ersten 4 Jahre, sondern auf die Ringschule in Frechen. Und da hatte ich dann einen Freund, das war der Marc Wirz. Der Name sagt ihm gar nichts. Dieser Marc Wirz, mit dem habe ich natürlich, das war der Sohn unseres Hausarztes, das Haus Wirz war da, wo heute abgerissen wird, da oben. Bosen, Rosen, Bosen, da oben die Ecke, da war das Haus Wirz. Und die hatten noch 2 Töchter und wir sind zusammen groß geworden. Was ist mit Marc Wirz? Wenn wir also von der Ringschule hochgingen zu denen nach Hause, kamen wir ja auch in dem Laden meiner Mutter vorbei, bei Kaisers. Dann war die erste Frage, wenn wir in dem Laden waren, was darf ich mir aussuchen? Denn früher war das ja alles noch lose. Und dann wurden wir dann mit Süßigkeiten bedient und dann ging es zu dem Haus Wirz, zu den beiden kleineren Mädchen. Marc Wirz, der vor einiger Zeit, glaube ich, vorher gestorben ist in Amerika, das war ein begnadeter Musiker. Sie werden das in Ihrem jugendlichen Alter nicht wissen. Der ist in Köln am Tanzbrunnen, da war immer waren so Wettbewerbe für junge Musiker, entdeckt worden. Und Marc Wirz hat dann eine heute noch bekannte, können Sie im Internet sehen und Facebook auch, eine Teenage-Opera geschrieben. Großer Jack. Das war Marc Wirz. Der ist dann über England nach Amerika gegangen. Und die Verwandten lebten immer noch hier. Also in der Fußgängerzone war im Grunde noch unser Auflaufgebiet. Der Marc ist jetzt, habe ich ja gesagt, vor kurzem gestorben in Amerika. Das war damals eine Sensation für Frechen, da wurde einer bekannter Musiker. Die nächste Geschichte war für Sie interessant, immer noch Kaisers Kaffee. Etwas weiter runter in der Fußgängerzone, da wo jetzt Deichmann ist. Da war Stüsken, eine alte Kölner Lebensmittelkette. Und ich musste dann als Kind, Jugendlicher, von meiner Mutter geschickt, immer runtergehen zu Stüsken und sehen, das waren ja Bedienungsgeschäfte, war ja noch nicht Selbstbedienung, alles nach dem Kriege, wie viel Kundschaft da war. Wenn da weniger Kunden waren als bei Kaisers, gab es dann immer einen Nachschlag an Süßigkeiten. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Fußgängerzone ist im Grunde genommen für mich Heimat. Ich kenne und kannte bis heute, mittlerweile hat sich das ja gewandelt, weil die Geschäfte und die Häuser zum Teil ja alle verkauft worden sind. Aber früher konnte ich ihn von unten, von Audemars, bis oben jeden Inhaber und alle erklären, wer mit wem verwandt war in der Fußgängerzone. Unter anderem auch war nach dem Kriege die Spar- und Darlehensgasse, heute Spar- und Kreditbank. Und zwar wurde die gegründet in der Breitestraße 2 bei meinem Großvater, der hat die gegründet und der war Schuster und Heilpraktiker. So dass im Grunde genommen ich durch ihn permanent mitgenommen wurde zur Kundschaft, die geschröpft wurde, Blutegel gesetzt wurde. Und diese Spar- und Kreditbank ist dann etwas später in die Fußgängerzone gegangen, da ungefähr auch, wo heute Deichmann ist. So ist die ganze, könnte ich Ihnen die ganze Geschichte der Fußgängerzone von oben bis unten erklären, erzählen. Neben dem Kaiserskaffee übrigens
war ganz früher, das gibt es ja heute noch, den Laden, ein Eisenwarengeschäft, Schuhmacher. Der hieß aber nicht Schuhmacher in Frechen, sondern weil er die Hausnummer 111 hatte, hieß dieser Schuhmacher, wo gehst du hin, mich schon noch 111. Ja, also da hat die Fußgängerzone damals ja noch als Durchgangsstraße immer eine sehr, wie soll ich das mal sagen, große Resonanz gehabt. Das muss man wissen, Frechen war ja im Gegensatz zu Brühl zum Beispiel, Brühl war ja eine reine Beamtenstadt, die Nähe zu Bonn, und Frechen war ja immer das berühmte Plüttendorf. Also wenn sie ihre Wäsche ausgehängt hatten, die Frauen, die konnten sie eine Stunde später wieder abhängen, aber die schwarz. Weil die Fabriken ja, die Steinzeugfabriken und die Brikettfabriken waren. Also lange Rede, kurzer Sinn, Fußgängerzone hat heute noch für mich eine Bedeutung. Sie werden sich wundern, denn erst durch mich ist das Stadterschiff ja in die Bude da reingekommen. Warum? Auch da kurz eine Erklärung zu. Man hatte ganz früher vor meiner Zeit als Bürgermeister da ein Keramikmuseum. Das heißt, da waren die Bartmannskrüge ausgestellt. War von der Idee her nicht schlecht, hatte nur keine Resonanz. Und als ich dann ins Amt kam, habe ich gesagt, und mir dann mal angesehen hat, wo das Stadterschiff früher war, im Keller vom alten Rathaus, und ich ja die Geschichte nach dem Kriege von Frechen gut kannte und kenne, und ganz besonders die Sportwochen, fand ich dann unten im Keller die ganzen Andenken, historischen aus dieser Zeit, Sportwoche Frechen, und da ist bei mir der Gedanke geboren, das Stadterschiff muss eine ganz neue Dependance kriegen. Dann haben wir ja die Bartmannskrüge ins Keramion gebracht, sind ja wunderschön untergebracht unten im Keller. Und dadurch ist das Stadterschiff dann da in das Gebäude vorne an der Straße und hinten durch in die Dependance reingekommen, was sich ja unter Hans Richards, Enzis und durch die sehr positiv entwickelt hat. Leider lässt Corona nicht zu. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gehört haben, wenn da Ausstellungen waren, da lief die Bude ja voll. Also das hat sich sehr bewährt. So ist die Fußgängerzone insgesamt, die Hauptstraße, für mich nach wie vor Heimat. Und ich könnte da jetzt noch Anekdötchen von erzählen. Zum Beispiel auf der Ecke Metzmacher, wo jetzt der Ratskeller da ist. Da ist ja jetzt Rewe. Da war ja ganz früher eine alte Brauerei Metzmacher. Da hatten wir ja zwei von. Eine Metzmacher in Frechen und eine Metzmacher-Brauerei hier in Hüschen, später hinter Meier und Steckenkirch. Die waren aber verwandt. Und diese Brauerei hatte vorne einen Ratskeller, wo ich als Kind in solchen Etagen Töpfe permanent das Essen für meine Mutter holen wollte, weil die ja bei Kaisers da als Leiterin war. Die hat sich zwar dann 1958 selbstständig gemacht, aber das ist eine ganz andere Geschichte, hat mit der Fußgängerzone nichts zu tun. Aber um das auch nochmal zu sagen, Sie werden meiner Meinung nach den Handel in der heutigen Zeit nicht mehr so weit hinkriegen, wie das früher war. Da hat die Welt sich total verändert. Sie müssen bedenken, der Kaisers Kaffee war früher ein Feinkostgeschäft. Da konnten sie nur anfangen, wenn sie mindestens mit Trauerei fahrten. Wenn sie das heute einem sagen, der fühlt seinen Kopf. Und auf der Ecke am Ratskeller, ja, auf der rechten Seite, da war der Beginn von Aldi in Frechen. Auf der Ecke, da ist heute ein Reisebüro. So quasi bei ihnen gegenüber. Und ich weiß noch gut, meine Mutter hat damals, als Kaiserstante, den Spruch getan, also das werden die Kunden nicht lange machen, sich aus Kisten zu bedienen. Was daraus heute geworden ist, ein Weltunternehmen, hat man unter anderem in Frechendorf auf der Ecke angefangen, in einem ganz kleinen Laden. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie da die Ware nicht dekoriert wurde, auch im Schaufenster, das gab es alles nicht bei Aldi. Die war natürlich auch, was es auch die Männer betraf, sehr begrenzt. Aber
haben den Menschen im Grunde genommen preiswertere Lebensmittel dargeboten. Deshalb ist die Geschichte.